Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich habe euch ja gewarnt. Ihr seht, ich habe noch Farbe an den Fingern. Ja, und wovon wohl? Ich zeige es euch natürlich. Ganz genau, ich habe meine Drohung wahrgemacht und ich habe angefangen, ein bisschen mich mit Mixed Media auszuprobieren. Das hier, diese kleine Katastrophe, war das erste, also der erste Versuch. Bei diesem Versuch hatte ich noch keine Paste oder irgendwas, sondern wirklich nur Acrylfarbe und Kleber und eben ein paar Holzteilchen und ein paar Teile, die ich mir mit einem Plotter ausgeschnitten habe und eben meine normalen Schablonen, die ich so habe. Und hier habe ich so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das hier erhöht ist. Hier auch habe ich so ein bisschen diese Untersetzerchen aus Papier verwendet. Die habe ich einfach draufgeklebt und mir dadurch ein bisschen Struktur geschaffen. Ja, und das Ganze wälzt sich auch ganz schön. Das ist hier einfach nur so eine alter Pappkarton. Und den habe ich mit weißem Gesso angemalt und dann eben angefangen, mit meinen Acrylfarben ein bisschen rumzuspielen. Ja, also ich würde sagen, das Ding ist nicht hoffnungslos verloren. Es gibt ja sehr gut deckende Gessos und dann kann man da nochmal fleißig weitergestalten. Also kann ich mir gut vorstellen, dass ich das hier irgendwie mal abzupfe. Das geht sowieso ganz locker ab. Und mir alles nochmal komplett weiß oder schwarz, je nachdem, pinsle. Und ja, dann einfach noch ein bisschen dazu gestalte. Oder vielleicht lasse ich die Farbe auch so. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber das Ding ist auf jeden Fall noch nicht das Endresultat. Also da muss ich auf jeden Fall noch was dran machen. Das gefällt mir so nicht. Ja, das nächste, was ich gemacht habe, da habe ich einfach nur mit meinem Plotter und diese Aufkleber kennt ihr aus dem Video. Und da habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich die schon benutzt habe. Und das war genau für dieses Projekt hier. Und da habe ich mir einfach nur ein Actionpapier genommen von diesen 30x30 Blöcken. Habe mir ein Quadrat zurechtgeschnitten und habe dann mit den Distress Inks ein bisschen drin rumgemalt. Hatte halt vorher mir hier diese Bäume ausgeplottet und aufgeklebt. Genau wie diese hier. Die waren auch aus Actionpapier alle. Ja, und dann, wie gesagt, mit den Distress Inks ein bisschen drin rumgepinselt mit Gelb. Ich zeige es euch mal. Ich habe nur diese drei Farben hier verwendet. Also dieses Pink, dann hier dieses Gelb, das ist so ein Senfgelb. Und hier, das ist so ein Petrol, nicht Türkis. Ja, geht so leicht in die Türkis-Richtung. Manchmal täuscht die Farbe ja an der Kamera. Ja, die drei Farben habe ich auf jeden Fall dafür verwendet und habe da halt noch ein bisschen anschließend dann drin rumgepinselt. Und ganz zum Schluss habe ich mir die Tierchen noch aufgeklebt. Mir gefällt das sehr gut. Ach so, was ich auch noch gemacht habe, ich habe einmal Sprühkleber drüber gesprüht und habe dann so ganz vorsichtig Glitzer, also habe was in die Hand gemacht und habe es dann so drauf gepustet. Und ja, ihr seht das hier im Licht, wie schön das schimmert. Das fällt mir gerade mal wieder auf. Ihr seht immer nur die Hälfte, weil ich immer vergesse, diese Lampe nach vorne zu holen. So, genau, da schimmert so schön. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, auch wenn das für mich nicht wirklich Mixed Media ist, ehrlich gesagt, weil das ist einfach nur mit Papier und Sticker. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir trotzdem gut. So, das nächste Projekt, ja, komischerweise gefällt es mir irgendwie schon. Also ich habe mir gedacht, ich nehme ganz viele Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen und klebe die alle hier drauf und guck mal, was bei rauskommt. Bis auf dieses Holzteil, das wollte ich gerne ausprobieren und die Ecken, die gefallen mir eigentlich auch. Und ich habe schon ein paar Teile von meinen selbstgemachten Hintergründen verarbeitet. Und habe mir hier so ein paar Schmetterlinge mit dem Plotter ausgeschnitten. Das hier war mal so ein Strohhalm, den ich selbst gerollt habe. Das hier hatte ich letztens das war in dem Wanderpaket mit drin, in der einen Tüte, genau wie diese Dinger hier. Und hier habe ich mir gedacht, das ist nämlich eigentlich so eine Perle. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Vielleicht fädle ich mir hier noch so eine dünne Kette rein und lege hier die Kette noch irgendwo dazwischen. Mal gucken.
Ja, und ich habe mir halt gedacht, ich mache hier einfach mal alles so bunt durcheinander. So lauter so Sachen, die ja mir sonst nicht so gut gefallen. Und dann klatsche ich da mal Farbe drauf und guck mal, was bei rauskommt. Und ich muss euch sagen, ich finde es gar nicht so hässlich. Also hier würde ich gern noch ein kleines Foto, vielleicht so ein Vintage-Foto von einer Frau oder so reinmachen. Und dann gefällt das mir echt richtig gut, muss ich sagen. Also ich würde mir das tatsächlich hierher hängen. Hätte ich nicht gedacht. Also als ich es noch am Basteln war und hier so vor mir lag und noch nicht ganz trocken war, habe ich gedacht, okay, ja mal gucken, vielleicht ist es ja noch zu retten. Und umso öfter ich es mir angucke, umso besser gefällt es mir irgendwie. Ja, keine Ahnung. Eins habe ich noch. Das ist sogar noch gar nicht ganz trocken. Und zwar dieses hier. Ja, und das Beste kommt zum Schluss, also für mich zumindest. Und das habe ich auch tatsächlich als letztes gemacht. Und es gefällt mir auch tatsächlich wirklich am besten. Und hier habe ich, wie ihr seht, schon ganz, also mehrere Teile benutzt von den Sachen, die ich selbst gemacht habe. Einmal diese Balletttänzerin, die dann da auf dem Boden sitzt. Und die habe ich mir mit diesen Farben von Stampin' Up, mit diesen Frostfarben, habe ich mir die einfach angemalt. Das war als Geschenk von, ach, wie heißt jetzt der Laden? Kreativ Art Corner. Kreativ, ja, nee, nur Kreativ Corner, nicht Art noch hinter, genau. Kreativ Corner, genau, so heißt es. Das war als Geschenk da drin. Die fand ich sowieso total schön. Diese beiden Teilchen hier, die waren auch von Teddy oder Kick, wo ich die geholt habe. Da habe ich so eine große Packung geholt, falls ihr euch erinnert. Und den hier habe ich von Teddy. Dieses hier weiß ich nicht mehr, wo ich das her habe. Das ist eigentlich so eine ganze Rolle. Und das ist auf der anderen Seite glitzert das Silber. Also wie Alu ist so Alufolie, ne? Und auf der Seite eben Gold. Und das habe ich nochmal im Blau und auf der anderen Seite Silber. Und das fand ich hier so ganz süß als Abschluss. Das Teil hier war auch bei dieser Bestellung dabei. Ja, und die Blümchen, die hatte ich irgendwann mal in einer Tauschpost und die waren bis jetzt in so einem Kästchen irgendwo verschollen und die sind mir dann auch in die Hand gefallen und die passten so schön zu den Farben. Und hier durch dieses Papier, das war auch ein Actionpapier von den 30x30 Blöcken, das passte dann so schön. Da spiegelt sich dann das Rosa wieder und das Blau spiegelt sich hier überall wieder und das fand ich ganz schön so. Und hier in der Mitte halt das Grün. Ja, und das habe ich dann einfach mit weißem Gesso alles schön bepinselt. Und dann eben, ja, das war es eigentlich schon. Ich habe es wirklich nur mit weißem Gesso bepinselt und ein bisschen mit Strukturpaste hier hinten gearbeitet. Und diese Verfärbung, die ist ganz zufällig passiert, als ich die Form gemacht habe, weil von dem Jelly Plate machen war da noch Farbe dran und das kam dann so da raus. Und das hat mir so gut gefallen. Das sind ja auch genau meine Farben. Und ja, deswegen habe ich das dann auch direkt hier gleich für dieses Teil verwendet. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt das hier wirklich mit am besten. Momentan zumindest. Ja, genau. Und das war es auch schon. Mehr Teile habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was so euer Favorit wäre. Welche, vielleicht sagt ihr, was hat sie denn? Das sieht wirklich gut aus. Also ist ja alles Geschmackssache. Ja, passen leider, glaube ich, nicht alle ins Bild. Ich guck mal so, vielleicht passt es. Ich weiß es nicht. Ich kann leider nicht sehen, was ihr seht, weil ja die Kamera da oben hängt und ich nehme ja nicht mit meinem Handy auf und deswegen habe ich auch kein Bild, das ich sehe, was ich aufnehme. Ich hoffe, es ist einigermaßen drin, aber ihr habt ja auch alle Bilder gesehen. Also von daher erzählt mir doch mal, welches euch davon am besten gefällt. Und nummeriert sind die so: 1, 2, Nummer 3 und Nummer 4. Genau. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann sag ich Tschüss und bis bald.